Hintergrund und zum Teil auch von Vereinen gemeinsam organisierte Dorffeste. Auf 574 Metern Seehöhe liegt die Marktgemeinde Völs mit ihren über 6.500 Einwohnern. Die 5,62 Quadratkilometer große Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren als Nachbarort der Landeshauptstadt rasant entwickelt. Sie setzt aber trotzdem auf ein gut strukturiertes Vereinsleben. Nicht nur am Sportplatz, sondern in vielen Bereichen. Das spiegelt sich auch beim zweiten Völser Dorffest am Dorfplatz wider. Ganz wichtig, Völs ist ja doch eine sehr städtische Struktur mit dörflichen Hintergrund, und da ist es ganz wichtig, dass sich der Paul mit den Vereinen dort zusammentut und sowas organisiert, ist ganz wichtig. Die Bevölkerung kommt zusammen, es ist ein geselliger Abend und es ist einfach wichtig auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch für ein gutes Vereinsleben, weil gerade dieses Dorffest wird ja mit Unterstützung einiger Vereine eben durchgeführt. Gemeinsam stecken die Völser Vereine zahlreiche Stunden in die Vorbereitungen für das zweitägige Volksfest. Und auch für den Gaststar des Abends ist ein Dorffest immer etwas Besonderes. Ja, also solche Dorffeste sind insofern immer interessant, weil in der Regel viele Leute da sind. Und weil man seine Musik präsentieren kann, ist also auch eine werbetechnische Geschichte für mich. Und ein gemischtes Publikum, das macht es aus. Viele Leute und gemischtes Publikum. Sie können tanzen, es gibt Volksmusik, es gibt auch ein bisschen Partymusik, und ich mag es einfach aufzutreten, ganz egal.